Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online hier auf von weg Bajor. Was? Hier, auf von weg? Ja, wir sind ja hier auf Bajor, aber es heißt ja von Bajor die Mission. Genau, wie kommst du dann auf weg? Ja, ich weiß nicht, hier von weg zu. Vielleicht fällen mir noch ein paar mehr von diesen komischen Wortgruppen, Beispielen ein. Jetzt kratzt mir der Glückskeks, den ich gerade gegessen habe, im Hals. Ah! Schlückchen trinken. Du hättest vielleicht doch drauf hören sollen, was er sagt. Ja, echt, ey. Da stand drinne, essen Sie heute keinen Glückskeks. Gut, wir sind hier da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Genau. In Auf, von und zu weg, Bajor. Genau, die Aufständischen haben wir niedergeschlagen. Also du? Ja, und du hast die funktionsunstüchtigen Systeme repariert. Ja, zumindest habe ich es vorgeblich repariert. Und ich So, und habe jetzt letztes Mal haben vorlesen wollen. du, oder? Auf Ja, geht's. ich war hier den Bereich Denkende Captains von der Lieutenant Jirel Kav. Betreff. Komisch, Ja? weil ich habe mich hier lernende Soldaten offen. Ja, gut, ich mach das andere. Du, Okay, ich dann lese das doch vor und du das andere. will ich los. Gut. Betreff: Wir haben verschiedene Holodeck-Trainingsprogramme für erweitertes taktisches Training entworfen, deren Ziel es ist, den Bodenkampf gegen Kräfte des Dominions zu üben. In dieser Simulation würden sie gegen einen der Formwandler antreten. Es ist unklar, ob sich bei den Dominion-Kräften auf DS9 auch ein Formwandler befindet, aber es ist immer gut vorbereitet zu sein. Sie können die Simulation in diesem Holodeck hier betreten. Denken Sie auch daran, dass wir hier auf Bajor noch viel zu tun haben und Sie daher das am besten zu Ihnen passende Programm auswählen sollten. Verbringen Sie nicht den ganzen Tag im Holodeck. Würde ich nie machen. Also ganz ehrlich, hätte ich ein Holodeck daheim. Ich würde die Tür zumachen, zuschweißen und drin bleiben. Außen oder innen? Innen natürlich. Ah, du weißt, dass du das holographische Essen nicht essen kannst. Egal. Okay. Akzeptier. Gut, bei mir ist es das gleiche, nur dass man gegen Jem Hadar kämpft. Okay, du hast lernende Soldaten, dann lies mal vor. So. Es ist das gleiche, nur gegen Jem Hadar. Gleiche Text. Bei mir, So. okay, akzeptieren. Na, ins Holodeckchen. Oh, du. Guck mal, das ist, glaube ich, noch kaputt. Egal, das wird trotzdem genommen. Das Einzige, was ausfallen kann, sind die Sicherheitssysteme. Ich hab's vorhin repariert, ganz sicher. Ja, der macht's wieder kaputt, der ist schuld dafür. So, und wo ist jetzt die Mission? Fenster ist aufgegangen. Kampftraining laden, Formwandler, würde ich sagen, fangen wir an. Ich habe kein Fenster. Bei mir ist eins aufgegangen. Hast du die angenommen, die mit Dinger? Optionalen? Ja, beide. Gut, also bei mir ist ein Fenster offen. Ich kann es ja mal starten, gucken, ob wir beide reinkommen. Ja. Ah, Ja. ja. Akzeptieren. Warte mal, dann nehme ich aber mal die da mit. Weil das ist das, was mir letztes Mal aufgefallen ist. Mir war nicht klar. Ja, fall erstmal um. Dass diese nette Dame eigentlich einen Schwanz hat. Ah. Das ist mir für diese Rasse eigentlich eher neu. Ich sehe da, ja. Und ihr Arsch leuchtet. Oh ja. Hey, Alter, dein Arsch leuchtet. Oberlach, das war mein Kaffee von vorhin, Entschuldigung. Hä? Bin ich drüber gefallen. Das muss ich mir jetzt nochmal in der Nahaufnahme anschauen. Musst Wenn die stehen bleiben. du erstmal positionieren. Ja, da muss ich mal hier. Eine Frau, die aus dem Arsch leuchtet, das ist doch schon fast eine. Ich wollte schon aus Sachen Einladung, aber. Ja, das ist ein bisschen. Was ist denn hier positionieren? Passivmodus. Dieses Dreieck nach unten. Ja, ein Brett geschaut. So, komm mal her. Jetzt schauen wir uns die Sache nochmal aus der Nähe an. Hier wird es langsam dunkel, ich muss mal Licht anmachen. So. Die hat auch Licht aus dem Arsch, was musst du da Licht anmachen? Also, das ist echt ein Highlight. Das ist definitiv ein Highlight, ja. Wo wir schon bei schlechten Witzen sind. Okay, also wir haben einen Schwanz und einen leuchtenden Hintern. Gut, sehr interessant. Ja. Okay, dann tun wir Krieg jetzt mal ich. was Sinnvolles, würde ich sagen. Genau, hier, ich glaube, diese Kiste müssen wir scannen. Setzen Sie die lo lokalen Quantenstasisfeld ein. Ach, hier kommt doch. Ah, du machst schon? Ja, habe ich gerade gemacht. Und jetzt? Da hinten ist nochmal eine Kiste. Achso, vielleicht soll ich da hier wieder beweglich machen. Wie geht denn das weg? Keine Anomalienwerte entdeckt, muss nochmal draufklicken. Mit Rechtsklick draufdrücken. Auf diesen. Ah, Genau. sehr schön. So, nochmal Kisten suchen. Da ist Moment. nochmal eine Kiste. Ey, das ist ja auch cool. Warte mal, bevor wir die Kiste scannen. Geh mal ans Fenster hinten.
An das, Moment. an das Hangar-Ding. Machst du jetzt auf oder was? Wo bist du Nee, denn? aber geh doch mal hinten, wo es die Shuttles rausliegen können. Als Ja. Hangar-Tor. Guck mal raus. Dreimal kannst du Ja. raten, in was für einem Schiff wir uns befinden. In einem Constitution-Klasse. großen? Sicher? Das sind die Warp-Gondeln von der Enterprise A. Und wir sind sozusagen hinten drinne. Weißt du, wo der Shuttle-Hangar ist? Das ist ungefähr die Position, aber ich wusste gar nicht, dass man hier raus die Warp-Gondeln sieht. Das ist ja auch nice. Aber ist das nicht ein bisschen kurz, der Steg draußen? Nö. Das haut so hin. Weil der ist ja ganz hinten am Schiff, der Shuttle-Hangar von der Constitution-Klasse. Okay. Gut, dann haben wir da hinten noch eine Kiste und dann in der Mitte zwischen den zwei Shuttles noch eine Kiste. Und warum hat die Runabouts an Bord? Weil es ein modernes Schiff ist. Keine Anomalienwesen entdeckt. Du, ich sollte ein bisschen in der Nähe bleiben, Wenn es weil. Krieg gibt, gibt's Krieg, ne? Ja, das ist ein Formwandler, glaube ich, ne? Lebenszeichen entdeckt. Bumm. So, dann machen wir doch gleich mal hier drauf. Moment, er lädt gerade bei mir. Auszeichnung erhalten. Materie, keine Materie. Was? Bleibst du da? Ey, was macht denn der da für ein Zeug? Lass mich los. Und er schmilzt. Oh, es ist ja groß. Beißender Nebel. Oh. Ich fahre jetzt gleich um. Welches war denn das Ja. gleich? Ich tue mich erstmal ganz kurz ausrüsten. Ja, ich sehe gerade, ich habe nur eine Standard-Sicherheitsoffizier dabei. Das ist ja auch nicht gerade so prickelnd. Hätte ich vielleicht vorher noch mal schauen sollen. Also ich komme hier mit der Steuerung und mit der weißt schon. Och, jetzt lass mich doch mal, wo ich war, du Horst. Wie kann eigentlich ein Formwandler zum Nebel werden? Doch, da kann auch gasförmiges. Das ist, glaube ich, in einer Folge wurde es mal gezeigt. Aber was ist denn das, wenn man den aufteilt, weißt? Das ist ja echt komisch dann. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge es war, aber es gab eine Folge, wo der Formwandler Nebel war. Oder wo es zumindest erwähnt wurde. Hast du einen Orbitalschlag? Noch nicht wieder. 10, 9 Sekunden. Ich habe ihn 5, 4, 3, 2, 1. Brutzel, brutzel, brutzel. Und tot. Toll, meiner kommt da nicht mehr. Tja, guck mal, da läuft's. Müssen wir jetzt fangen? Ja, Formwandler fangen. Kriegen wir dann wieder eine Tasse? Ah, die musst du, glaube ich, abgeben bei der Mission. Ja, haben wir eine Tasse. Simulation verlassen. Akzeptieren. Du hast eindeutig mehr Schaden ausgeteilt, sehe ich gerade. Sehe ich auch gerade. Weil wir haben nämlich hier, für die, die es nicht wissen, wir haben nämlich nebenbei den STO Combat Reader laufen. Komischerweise hat es den Advanced Combat Tracker nichts gewertet. Ja, wobei, ne, warte mal, ich habe mehr DPS gemacht, aber du hast mehr Schaden ausgeteilt. Naja, okay. Dann haben wir eine Tasse abzugeben. Jo. Warte mal, das war jetzt die eine Mission. Also im Prinzip war es wurscht, welche Mission wir machen, ne? Die andere können wir, glaube ich, auch noch machen. Kann man die Weil nochmal annehmen? denken, ich weiß nicht. Mit Chiral. Soweit wir wissen, sind mit dem Kommando keine Formwandler an Bord von DS9 eingegangen, aber es kann nie Schaden vorbereitet sein. Ich lasse das Programm wenigstens einmal pro Tag laufen. Okay. Kam das Geräusch jetzt von dir? Welches? Das ist okay? Irgend so ein Geräusch habe ich jetzt gehört. Das definierte Geräusch. Irgend Androianerin. so ein Blim, Blim, Balim. Palim, palim? Nicht, dass ich wüsste. Das Gut. Androianerin hat was. In dem Blau. Ja, Andoriana war ich eigentlich überlegen, ob ich das erst als Let's Play-Charakter mache.
aber hab's dann doch nicht gemacht. Ich wollte halt auch keine Frau machen, weil ich gedacht habe, na, wieder klar, wieder Kerl, der zockt, der wieder eine Frau macht. Nee, aber das ist ja nicht so. Ja. Raumschiffe überprüfen oder flotten solche Sucher? Solche? Mal ganz anders Ding. Habe ich hier meinen Timer gerade so blöd laufen oder haben wir echt schon wieder eine halbe Stunde rum? Du hast den blöd laufen, weil bei mir sind es 10 Minuten. Okay. Jetzt habe ich schon wieder. Vorhin hast du den gar nicht gestartet, jetzt hast du den. Also das Geräusch bin nicht ich. Wo auch immer dieses Geräusch herkommt. Ich habe nämlich nichts laufen, was das Geräusch machen könnte. Egal. Raumschiffe überprüfen oder Flottensuche? Machen wir mal Raumschiffe überprüfen. Wir haben verschiedene Holodex-Trainingsprogramme für erweitertes taktisches Training entworfen, deren Ziel es ist, deren Raumkampf gegen Kräfte des Dominions zu üben. In dieser Simulation werden sie gegen Jem'Hadar-Schiffe von Kreuzern bis zu Dreadnoughts andrehen. Ich weiß, sie waren während der Schlacht auf DS9, aber sie werden weiteren Jem'Hadar gegenüberstehen, bevor wir die Station zurückerobern, und sie müssen auf diese Zusammenstöße vorbereitet sein. Sie können die Simulation in diesem Holodeck hier betreten. Denken Sie auch daran, dass wir hier auf Bayon noch viel zu tun haben und Sie daher das am besten zu Ihnen passende Programm auswählen sollten. Verbringen Sie nicht den ganzen Tag im Holodeck. Ja, und das andere ist dann einfach nur von Jägern bis Kreuzern. Ich habe jetzt mal beide angenommen. Ja. Aber ich glaube, du kannst eh bloß eins machen. Ja, so wie gerade eben halt. So, Großschiffe oder kleine Schiffe? Mach mal Großschiffe, oder? Großschiffe, okay. Gucken, ob wir mit unseren eigenen Schiffen rumfliegen. Weil das ist noch ja nur unmöglich. Noch. Das ist ja nur ein Holodeck-Programm. Oder wir fliegen jetzt alle in Delta-Flyern gegen große Dreadnoughts. Ja, genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, mich juckt schon in der Nase. Ich mache hier mal ganz kurz. Ja, der Don ist nämlich ein bisschen erkältet. Oh, so ist besser. Das heißt, ein bisschen erkältet. Ich habe einfach ein bisschen Rüsselseuche. Ah, jetzt weiß ich übrigens auch, welches Geräusch das war. Welches? Ich wurde in der Steam angeschrieben. Oh. Hast du nicht ausgemacht heute? Nein, leider nicht. So, beenden. Sowas. Nee, das ist bei dir eigentlich auch. Ach, jetzt. Yep. Jetzt habe ich's. So. Ich habe es beendet. Ja, wir haben unsere eigenen Schiffe. Sehr schön. Dann fliegen dann wir mal ein bisschen vor. Los. Dann gleich mal hier endlich mal meinen Dreadnought-Kreuzer, den wir in der letzten Folge ja mal gezeigt haben, mal vorstellen. Oh, ich sehe Gegner. Oh. Die sind aber direkt vor mir. So, und damit man auch schön das volle Umfang sieht, trenne ich mein Schiff auch gleich. Oh, gib mir von der Pelle, Jungs. Das nächste Mal fliegst du vor. Hast du Kreuzerfähigkeiten aktiviert? Nein. Warum nicht? Aber jetzt. Ah, Anfänger. So, dann probieren wir gleich mal das da aus. Bumm. Naja. Da war jetzt aber nicht wirklich Schaden dabei, oder? Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber wie gesagt, der Streuschaden, der macht ja pro Ziel weniger. Dafür halt auf die auf flächendeckend halt da. Also wenn du mehr Gegner hast. Das Einzige, was mich bei diesen Hangarschiffen immer stört, die fliegen grundsätzlich ziemlich nah am Gegner entlang. Und wenn dieser Gegner explodiert, hat man auch weniger Hangarschiffe. Ja, flieg los. Ein Dreadnought. So, dann werde ich nochmal hier, wenn ich näher dran bin, mal mein Antimaterie-Dings aktivieren. Auch nicht wegdrücken. Das war ich ja nicht so. Gemacht. Jetzt ist er verwirrt. Au, 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 au. Er ist verwirrt. Komm, dreh rum, Kollege. Bum, bum, bum. Ach, da kommen ein paar Torpedos auf dich zu. Ah, ganz knapp. Ah, oh. Ich wollte dir gerade noch Heilung schicken.
Ja, ich habe eigentlich auch noch drauf gedrückt, aber die hat offenbar nichts gemacht. Na komm, flieg los. Gegenstände nehmen. Ui, Quantenpedowerfer. Und das war's schon. Ich tue jetzt noch mein Schiff wieder zusammendocken. Ja, besser ist. Und dein Shuttle brennt. Ja, das sind meine Hangarschiffe, die kann ich einmal zurückrufen. Na, der hat's auch mit 2% überlebt, ne? So, Schiff ist bereit. Das hast du ja eigentlich alles noch geholt. Wieso? Achso, jetzt hier in der Mission. Ja, die Forschungskreuzer, das ganze Zeug. Hä? Was meinst du? Hier sind Schiffe, die hier rumfliegen. Achso, nö, die waren schon hier. Das sind nicht meine. Achso. Die gehören zu dem Holodeck-Programm. Achso, ich dachte, da ist irgendwie hier technische Flotte oder sowas geholt. Nö. So, können wir jetzt verlassen? Jop. Akzeptieren. So, Raumschiffe überprüfen, abgeben. Abgeschlossen. Oh, da kommt auch was mit weißen Haaren. Sieht auch nicht schlecht aus. Was? Weiße Haaren? Hier hinter mir, die an das Ding hier. Achso, einmal Sturm. Abgeben. Weiße Spiel, würde ich sagen. Ausgezeichnet. Eines Tages werde ich vielleicht auf die Kommandeurslaufbahn wechseln und versuchen, selbst Commander zu werden. Bis dahin begnüge ich mich mit dem Holodeck. Do you need something? Sprechen Sie mit Kubus Pol. Entschuldigung. I'm here to help. Ja, mach. Nee, das habe ich schon weggeklickt. So. I'm here to help. Jetzt weiß ich mal. Habt ihr noch Zeit, um mir anzugehen? Berichten Sie. Berichte an was? Colonel Hanna Naris. Keine Mission. Die war doch, glaube ich, hier oben, ne? Oh, ich merke auch gerade noch was. Ich habe echt. Ich bin so unvorbereitet heute. So. Warum? Outlook war auch noch offen. Hm. Also heute, ne? Heute? Wie viele Minuten heute? Sind wir eigentlich? Wir sind bei 17. Einhalb. Und ich tue jetzt erstmal, wo du gerade sagst, den Rest hier auf leise machen. Heute ist ein bisschen chaotisch. Ja, ist ein bisschen komisch. Spätestens bei der nächsten Folge, vor der nächsten Folge tun wir mal alles. Oh, ich bin dran vorbeigerannt. So viel zum Thema chaotisch. Na, spätestens bei der nächsten Folge werden wir vorher nochmal alles durchchecken. Bist du denn? Ach doch. Ich bin zu weit gerannt, so. So, müssen wir da rein? Ja, da. Oh, eine Orionerin, guck mal. Ja. Ekstasia. Ah, das ist die vorhin Damage gemacht hat. Mhm. Ja, das ist ein Spieler. So, Colonel Hanna Naris sprechen, ist irgendwie mit. Naris. Willkommen auf Bajor. Ich wünschte, Ihr Besuch hier könnte unter besseren Umständen stattfinden. Die ganze Situation mit von DS9 beunruhigt mich. Und mit der Sternflotte hier auf Bajor öffnen sich wieder alte Wunden. Und dann auch noch mit den Klingonen im Schlepptau. Das ist, als würde man eine Plasmafackel in einen Deuterium-Tank werfen. Naja. Was wir jetzt tun müssen, das ist wie mit Streichholz in einen Dieseltank schmeißen. Passiert auch nichts. Sicher, bei dem einen und beim anderen? Ja, weil Diesel braucht eine höhere Hitze als Streichholz. Ja, aber Plasmafackel und Deuterium meine ich. Ja. Was wir hier jetzt tun müssen, ist, die Leute zu überzeugen, dass sie sicher sind und dass wir die Situation unter Kontrolle haben. Wo zieht's denn? Welches? Also mal ganz ehrlich, die Mission ist scheiße. Nur noch rumlaufen und klicken. Ja, gehört auch dazu. Also religiöses Hochatmen. Ja, dann mach mal. Wir müssen einen Weg finden, die Leute in der Stadt zu beruhigen. Sie sind so von Misstrauen und Verdächtigungen befangen, dass sie sich nicht mehr, klar denken können. Verschwörungstheorien breiten sich aus und niemand erkennt mehr, wie gut es eigentlich allen geht. Alles dreht sich um längst vergangene Begebenheiten und Verfehlungen. Ja, die Sternflotte ist hier und die Jemhadar da sind auf DS9. Aber wer den Leuten zuhört, könnte meinen, die Besatzung findet von neuem statt. Suchen Sie Ranjan Ravel beim Tempel auf.
Er hat da immer ein gutes Gefühl für die Stimmung der Leute und weiß vielleicht, was zu tun ist. Akzeptieren. Besatzungsüberreaktion am Ortlein noch. Es gibt viele Leute, denen es nicht gefällt, dass die Sternflotte hier eine Basis errichtet und auch der KFA es erlaubt, hier zu bleiben. Bajoraner waren immer sehr sensibel, was Fremde angeht. Und die Besatzung und der Dominienkrieg haben das so nur verschlimmert. Nun, da die Jemhadar auf DS9 sind und ihre Leute hier am Boden, kommen die alten Ängste wieder zum Vorschein. Am Brunnen ist ein Protestierer, der versucht, die Menge aufzuwiegeln. Die Situation wird außer Kontrolle geraten, wenn wir ihn nicht aufhalten. Sprechen Sie mit ihm. Verletzen Sie nicht das Recht auf freie Meinungsäußerung, aber vielleicht können Sie ihn überzeugen, dass die Sternflotte nicht mit einer Rückkehr der Cardassianer gleichzusetzen ist. Akzeptieren. So. Jo. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Aber noch kurz, weil ich was in der letzten Folge angesprochen habe. Ich habe in der letzten Folge ja angesprochen gehabt, wenn ihr wollt, könnt ihr uns Mails schicken, in-game-mäßig. Mm. Und zwar haben wir unten in den Videobeschreibungen stehen jetzt auch unsere Accountnamen dazu. Das heißt, ihr könnt uns in-game hier im Prinzip unsere, ich schreibe mal meins da hier rein, so ran, at. Also wenn ihr wollt, könnt ihr uns in-game hier Nachrichten schicken. Und zwar habe ich in der letzten Folge auch aufgerufen, wenn ihr Dribbelzüchter im Spiel seid, dann züchtet doch mal einen schönen Dribbel für uns und schickt ihn uns mal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Aber natürlich könnt ihr uns auch schreiben und schicken, was ihr wollt. Das ist immer offen für alles. Und ja, das wollte ich nur noch mal kurz ansprechen, bevor wir die Folge beenden. Okay. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.